Hirmin Schwarzer, 27. Geht auf den Parkplatz, sieht sie im Auto. Der Schuss trifft sie direkt in den Kopf. Wir gehen davon aus, der Schütze hat hier oben Stellung bezogen. Moment, das ist mehr als ein halber Kilometer. Das heißt, es war ein Scharfschütze. Ein Kopfschuss bei einer älteren Frau mitten im Wald. Zwei Frauen. Jetzt ein Mann. Und wieder gibt's keinerlei Verbindung zwischen den Opfern. Es gibt sie. Da bin ich mir sicher, wir sehen sie noch nicht. Das ist die einzige Verbindung. Verzweifelte Angehörige. Alle drei Opfer haben Angehörige, die mit einem 4 Jahre alten Transplantationsfall in Verbindung stehen. Eine Frau namens Kirsten Stadler war mit einer Hirnblutung in eine Klinik gebracht worden. Bitte, Papa, du bist nicht an dein Telefon gegangen. Sie hat noch gelebt. Also ihre Organe, aber sie war tot. Das haben die gesagt. War Ihre Frau offiziell Organspender? Nein, sie war sogar erklärter Gegner. Aber das wusste meine Tochter nicht. Sie hat die Einwilligung zur Organentnahme gegeben. Lass uns das beenden, bevor es aus dem Ruder läuft.